Beim Sekundenpoker auf der vorletzten Tour de France-Etappe im Baskenland hat ein angriffslustiger Tadej Pogacar seinen großen Rivalen und Titelverteidiger Jonas Vingegaard gehörig unter Druck gesetzt. Auf den superschweren ersten beiden Etappen der 110. Tour sammelte der zweimalige Champion aus Slowenien mit zwei dritten Plätzen 11 Bonussekunden ein. Dazu eroberte Pogacars Teamkollege Adam Yates durch seinen Auftaktsieg das gelbe Trikot, das er auf der zweiten Etappe beim Tagessieg des Franzosen Victor Lafay erfolgreich verteidigte.